Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone mit der neuen Erweiterung The Old Gods, also die alten Götter, Whispers of the Old Gods. Expansion has launched and is now available. Und wir kriegen erstmal drei normale Pakete mit einer unglaublich hässlichen Verpackung. Es wurden Karten geändert. Der Knife Juggler hat jetzt noch 2-2. Big Game Hunter kostet jetzt 5. Force of Nature, die Trends kosten mehr oder weniger? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben vorher weniger gekostet. Oder waren die bei 6? Ich glaube, die waren bei 6, aber jetzt haben sie dafür keinen Taunt mehr. Quatsch. Hier. Hast Eile? Ich weiß gar nicht, wie das in Hast und nicht so nur Warcraft. Der Molten Giant kostet jetzt mehr, das heißt, man muss weniger AP verlieren, bis man ihn dann effektiv günstig spielen kann. Der Arcane Golem hat jetzt nicht mehr 4-4, sondern 4-2, sondern 4-4. Hat dafür aber auch kein Haste mehr. Blade Flurry kostet mehr Mana einfach. Und der Schaden geht nur noch auf Minions. Weiß ich auch nicht, was davon halten soll. Einer davon hätte ich ja okay gefunden, aber beide Changes? Naja. Keep of the Growth hat noch 2-2 statt 2-4. Ancient of Lore zieht nur noch eine Karte oder restored 5 HP. Für 7, für eine 5-5, weiß ich auch nicht, ob das noch so nützlich ist. Master of Disguise gibt Stealth nur noch bis zum nächsten Zug anstatt für immer. Hunter's Mark kostet 1 Mana statt 0 bisher. Ja, warum nicht? Iron Beak Owl kostet jetzt nur noch 3, oder kostet jetzt 3 statt 2 Mana. Und der Lepra Gnome hat noch einen Angriff statt 2. So viel zu den Änderungen. Was ist das? Oh. New Way to Play, Standard. Ja, auch das eine Neuerung, die ich, glaube ich, irgendwann in einem Tachel schon mal angesprochen habe. In Standard können nur die neuesten Karten genutzt werden. Machen wir mal auf, die Krake da. Das ist hier, das ist der Krake. Die Karten, die in Standard gespielt werden, können wechseln mit jedem Jahr, okay. Ich hätte gedacht, die kommen mit jeder Erweiterung oder so. Dass dann irgendwelche alten Karten rauskommen und dafür neue rein. Und jetzt ist es wild. Mal schauen. Das bedeutet, only basic, classic and the last 2 years of cards can be used. Und wild, also wild ist der andere Modus, alle Karten können benutzt werden. Also quasi das, was Legacy bei Magic ist, falls euch das ein bisschen was sagt. So. Ah, guck. Das könnt ihr sehen. Oh, Moment, eine Special Quest. Open. Achso, nee, win 2 games in the standard format. Ja klar, cool, mach ich. I can create more in my collection. Gut. Basic Crow. Ne, das sind doch nicht meine Decks, das sind irgendwelche. Achso. Was will ich denn dann upgraden? That deck is only for wild. Ja. Moment. So. Soll ich erstmal die Packs aufmachen? Warte mal. Oder ich guck mir erst, was ist der Tavern Brawl eigentlich diesmal? Den habe ich auch noch nicht geguckt. Das ist Encounter at the Crossroads, das haben wir schon öfter gespielt, das müssen wir jetzt nicht sehen, das mache ich nachher irgendwann für ein Pack, ein normales. Aber jetzt erstmal, ja, Rogue Deck basteln und, oh, Welcome from the Old Gods, sehr schön. K'Thun, deal damage equal to this minus attack randomness among all enemies, ja schön. Dann haben wir Beacon of Evil. Give you K'Thun +2/+2 wherever he is. Aha, so kann man ihn quasi dann buffen, bevor man ihn gespielt hat. Interessant. So, ich habe ja 2400 Punkte. Die haue ich jetzt auch einfach mal alle auf den Kopf. Wie kann ich das nochmal? Ah, ja. How many packs would you like to buy? 24, bitte. Für 2400 Gold. Buy. So. Jetzt kommt erstmal der große Öffne-Off quasi. Bam. Komm schon. Gib mir ein Legendary. So, neue Karten. Karen Crab 2-5. Ein Beast. Shadow Strike. Die 5 Damage to an Undamaged Character. Das heißt, das geht sowohl an Kreaturen als auch an Spielern. Undercity Huckster. Death Rattle. Add random class card to your hand. From your opponent's class. Sowas ähnliches kennen wir schon. Aber ich glaube, das war ein Spell. Das ist auch für einen Rogue nur. Okay. Interessant. 2-2 für 2. Kann man nehmen.
Ich glaube, den spiele ich in einem Death Rattle Deck. Cult Sorcerer, Spell Damage plus 1, after you cast Spell, give Cthune plus 1 plus 1. Also Cthune Deck ist, glaube ich, so ein Ding, womit man mal rechnen muss nachher. Und Death Rattle, give your weapon plus 2 attack. Ich glaube, diese ganzen neuen Karten haben so ein bisschen was mit Death Rattle auch zu tun, glaube ich. Zumindest beim Rogue, so wie es aussieht. So, nächste Karte. Eine Rare nur. Blood of Icor. Deal 1 damage to a minion if it survives. Summon a 2-2 Slime. Okay. Für einen Mann ist das eine ziemlich krasse Karte. Damit ist, das ist quasi der Execute Enabler. Falls die nicht nur noch Wild ist und nicht mehr Standard. Weiß ich gar nicht. Ansonsten muss man mal gucken. So, Taunt Battlecry, give your Cthune plus 3 plus 3. Alles klar. 5-7 für 6 mit Taunt kann man mal spielen mit Cthune. Spend Damage plus 2 für 4, 2, 2, meh. Evolved Kobold, ja, das ist halt der Kobold, den wir auch schon kennen. Nur in teurer und mit mehr. Ich glaube, ist auch so ein Thema, das hier rumfliegt. Shatter, Destroy a Frozen Minion. Coole Karte. Die fügt sich, glaube ich, gut in das Spiel ein. Und der Hooded Acolyte, whenever a character is healed, give your Cthune plus 1 plus 1. Krass, damit kann man den total, wo, da wird er richtig krass sein. So ein Game-Ender, der Cthune quasi. Wenn der alte Gott dann aufs Spielfeld kommt, gibt's Krach. So, Rare. Und Golden Rare. Primal Fusion. Give a minion plus 1 for each of your Totems. Coole Karte. Totem-Deck definitiv dann wieder was man mal machen kann. Midnight Drake. Gain plus 1 attack for each other card in your hand. Hä? Oh, ach klar, das ist der Reverse Twilight Drake. Der macht dasselbe ja quasi für Karten auf der Hand des Gegners und das jetzt für deine Hand. Warum nicht? Finde ich cool. Battlecry, give your Cthune taunt wherever he is. Ja, 1-4 für 2 Taunter. Plus Cthune wird gebufft. Kann man mal machen, würde ich sagen. Twilight Flamecaller. Deal 1 damage to all enemy minions. Ja. Ist ja so eine situationsbedingte Karte. Falls jetzt irgendwie so ein Token-Deck oder so reinkommt. Warum nicht? Bloodcell Cultist. Der sieht so niedlich aus. If you control a pirate, give your weapon plus 1 plus 1. Also das Warrior Pirate Deck wird da ein bisschen forciert, habe ich so das Gefühl. Da hatten wir im vorherigen Pack auch schon einen. So. Komm schon, ich will mal Legendary. Schon wieder eine Golden Rare. Ich kriege so viele Golden Rares. Den kennen wir schon. Bloodhoof Brave. Taunt, Enrage plus 3 Attack. 2-4, das ist quasi eine krassere Variante von dem, von der Standardkarte, die es dafür gibt. Also die, farblose, die jeder benutzen kann. Twisted Worgen, 3-1 Stealth, also quasi für einen Mana kriegt der einen Angriff mehr, der normale Worgen, den es gab früher. Shifting Shade, Moment, Death Rattle Copy Card from your Pawn Stack into your Hand. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, 4-3 plus der Effekt geht. Aber 3 ist halt so eine ziemlich miese Zahl hinten eigentlich. Vor allem, weil jetzt alles scheinbar einen Angriff mehr hat, so von den Standardkarten. Oder weniger, also es sich dann gar nicht mehr lohnt. Egal. Demented Frostcaller. After you cast a spell, freeze a random enemy. Frostmage wird also auch scheinbar ein bisschen ein Thema, so wie ich diese Karten gerade sehe. Und wir schauen mal weiter. So. Eine Rare nur, schlimm. Polluted Hoarder, Death Rattle, Draw Card. Quasi der Loot Hoarder mal 2 in einer Karte. Nur, dass man eine nur noch ziehen darf. Also kostet quasi doppelt so viel und hat dafür die doppelten Stats. Meh. Der Berserker, plus 2 Attack, 3-5 für 4. Kennen wir auch die Standardversion, einfach nur verstärkt. Ich habe das Gefühl, die haben das mit so ziemlich jeder von diesen All-Classes-Karten gemacht. Auch der Corrupted Seer. Ne, doch nicht, der ist anders. Deal 2 Damage to all non-Murloc Minions. Oh. Murloc Deck geht nach oben, würde ich sagen. Infested Tauren. Death Rattle, Tamantutu. Und der ist, glaube ich, neu so in der Art. Ja, mal gucken. Da kann man bestimmt was mitmachen. So. Spawn of N'Zoth. Give your Minions plus 1 plus 1. Nee, wie niedlich. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, weil das kann man nicht wirklich selber kontrollieren. Vielleicht. Mit, ja gut, aber selber ein Minion kaputt hauen ist jetzt auch nicht unbedingt, was man möchte. Zumindest nicht mit einer 3-Mana-Karte.
Weiß man nicht. Mal gucken. Thing from below. Taunt. Cost one less for each totem you've summoned this game. Oh. Nicht schlecht. Ravaging Ghoul. Den kennen wir auch. Ne, Moment. Kennen wir nicht so ganz. Battlecry deal all damage to all other minions. Das ist halt wieder der Unstable Ghoul, würde ich sagen. Aber eine angepasste Version für einen Warrior, so wie es aussieht. Da ist mir der Stift runtergefallen, mit dem ich rumgespielt habe. Mist. So. Fiery Bat. Deal 1 damage to a random enemy. 2-1 für 1. Als Death Rattle. Kann man mal nehmen. Ist so quasi die Beast Hunter ein bisschen anderes Version vom Loot Hoarder. Quatsch. Vom Lepra Gnome. Stand Against Darkness. Summon 5-1-1 Silver Hand Recruits. Na vielleicht. Mal gucken. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Value-technisch sah die ganz normal aus eigentlich, aber halt nicht wirklich gut. So, wir haben Amgam Rager 1-5 für 3. Das ist quasi der Magma Rager umgedreht. Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Warum ist das ein Rager, wenn er nicht mehr viel mehr vorne hat als hinten? Na gut. A Light in the Darkness. Discover a Minion, give it +1/+1. Sehr schöne Karte nach meiner ersten Ansicht. Corrupted Seer, den kennen wir bereits. Zealous Initiate. Give random Mini +1/+1. Auch da gibt es scheinbar mehr. Das sind diese. Ich weiß nicht mehr, wie der Gott hieß, der das gemacht hat. Und Eldritch Horror. 16 für 8. Sind halt 16 Stats für 8 Mana. Von daher voll normal und okay. Aber ob man den spielen will, weiß ich nicht genau. Oh, zwei Rares wieder. Keine Golden. Schade. Billifin Tidehunter. Summon 1-1 Ooze with Taunt. Als Battlecry. Das ist quasi eine bessere Variante als der, oder eine anders Variante als dieser komische Cutthroat da, den es beim. Auf jeden Fall der 2-1er, wenn man mit Combo spielt, beschwört er noch einen 2-1er, den der, Schurke hat. Und der ist für alle Klassen. Weiß ich nicht, was ich davon halte. Ist vor allem auch noch ein Murloc, das heißt Murloc-Deck. Uiuiuiui. So, Twilight Flamecrawler kennen wir auch schon. Thistle T. Draw a card, add 2 extra copies of it to your hand. Oh. Interessante Geschichte beim Rogue. Da würde mich interessieren, was passiert, wenn da diese Karte, wie zum Beispiel, da gibt es ja diese Falle oder diese Karte, die der Rogue hat. Der Gegner muss 2 oder 3 4-4er Nerube in sein Deck mischen. Ob das dafür auch zählt? Mal gucken. Infested Wolf, Death Rattle, Summon 2-1-1 Spiders. Also quasi eine upgradete Version vom, von der 1-2 Spinne für 2 Mana. Insgesamt kriegt man dafür, wenn er stirbt, 5-5 für 4 Mana, also voll okay. Ich denke, die wird man sehen. Fiery Bat, kennen wir schon. Next. Epic! Zwei Epics, haha! So, wir fangen mal mit dem Deathshire Alchemist an. Battlecry, Restore 5 Health. Für 4-5, für 5 ist das voll okay für einen Priester, würde ich sagen. Faceless Summoner. Summon random 3-Cost-Minion. Auch 5-5 für 6 voll okay, weil 3-Cost-Minions meistens immer mindestens 1-1 haben. Von daher ist er auch ziemlich gut, was das Value angeht. Den kennen wir bereits so. Cyclopean Horror, also der Zyklopen-Horror. Taunt, Battlecry, gain +1 Health for each enemy Minion. Ja, also sowas, wenn du siehst, okay, der Gegner spammt sein Brett voll, ballern wir den rein und gut ist. Wisps of the Old Gods, oh. Choose one, summon 7 Wisps or give. Ist quasi einfach nur eine verbesserte Variante von der alten Wisp-Karte, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob das nur +1/+1 war. Wird sich zeigen. So, mal gucken. Wo bleibt meine Legendary? Und warum kriege ich so viele Golden Rares von? Den habe ich, glaube ich, zweimal als Golden Rare jetzt schon. Cool. Disciple of K'Toon. 4-2-1 +2/+2 und 2 Damage. Das ist eine gute Karte. Duskbore. 4-1 Beast ohne Haste. Thanks but no thanks, würde ich sagen. Bock Creeper. 6-8, also 14 Stats plus Torn für 7 Mana. Definitiv eine gute Karte. Dark Arakor, Taunt, oh, ja, auch den kann man spielen, wenn man ein K'Toon-Deck spielt.
Gut. Next. Ich habe das Gefühl, wir kommen gar nicht voran. Das sind so viele Pakete. Corrupted Healbot. Restore it health to the enemy hero als Death Rattle. Dafür eine 6-6-5. Ist es meiner Meinung nach nicht wert. Discoverment gibt plus 1. Kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Kennen wir auch schon. Kennen wir auch schon. Mal schauen. Was gibt's noch? Wo bleibt mein Legendary? Da muss mindestens eine bei sein, hoffe ich. Ancient Shield Bearer. If your Cthulhu has at least 10 Attack, gain 10 Armor. Oh, schön. Also das Cthulhu-Thema zieht sich durch ziemlich viele Klassen auch durch. Shadowstrike kennen wir schon. Kult Apothecary. Also der Apothekarius des Kultes. For each enemy minion, restore 2 health to your hero. Ja. Auch gegen diese Massendecks vom Gegner kann man das mal wieder tun. Je nachdem, wie sich das Meta entwickelt, kann das gut werden, kann aber auch total unnütz sein. Ist interessant, dass der für alle Klassen ist und nicht zum Beispiel nur für Priester oder so. Whenever a character is healed, ja, kennen wir auch schon. Whenever a friendly minion dies, give your Cthulhu +1/+1. Also, Warlock hat auch so ein leichtes ja, Sacrifice-Thema am Laufen, so wie es aussieht. Mal schauen. Puff! Rare, oh, eine erste Waffe für ein Paladin. Give +1/+1 to your minions with Divine Shield. Oh, also ein Divine Shield Deck kann man damit mal ein bisschen verbessern. Auch Primal Fusion kennen wir, Shatter kennen wir, Possessed Villager. Sieht schon mal geil aus, mir gefällt das Artwork. Death Rattle, Summon 1/1 Shadow Beast. Kann man nehmen. Kann man definitiv nehmen. Vor allem, immer wenn ein Minion stirbt, passiert was. Da ist sowas natürlich total Bombe. Nerubian Prophet. Sowas haben die Neruba also auch. Interessant. At start of a turn, reduce this card's cost by 1. Okay. Also die Neruba haben so ein bisschen das Thema, dass sie billiger werden, je mehr im Spiel passiert. Interessant. So, hoppla hopp. Ein Rare. Kennen wir bereits. Infest kennen wir noch nicht. Give your minions Death Rattle at random Beast to your hand. Kommt mir bekannt vor, der Effekt, aber ich weiß nicht woher. Vielleicht habe ich ihn einfach nur schon vorher gelesen. Auf jeden Fall für 3 Mana kann man das auf jeden Fall machen. Für so ein Midrange-Hunter-Deck definitiv okay. So, Divine Strength, give a minion +1/+2. Von den Stats her für einen auf jeden Fall okay. Added Grizzly, after you summon a minion, give it +1/+1. Oh. Das ist schön, der muss nur eine Runde überleben oder so, dann hat er sich schon gelohnt. Also wenn er sich eine Runde lohnt, dann ist er quasi even, weil 6 Stats zu 3 ist quasi das, was so als Basis-Value gesehen wird. Alles darüber ist halt besser, alles darunter nicht. Also sobald man einen beschworen hat, kriegt der Minion +1/+1, man hat quasi diese 3-3 Stats dafür rausgehauen. Deal 1 Damage Minions kennen wir schon. Overlord 2, 7-7 für 4 Mana. Oha. Starke Karte. Und den Reaper kennen wir auch schon. Epic! Und zwei Rares. Forbidden Ancient. Spend all your Mana. Gain +1/+1 per each Mana. Oh. Oh. Oh, die Karte gefällt mir einfach, weil sie sehr viele Optionen offen lässt. Du kannst ihn quasi immer spielen, solange du ein Mana hast. Und er hat dann immer für jedes Mana, das du dafür ausgegeben hast, +1/+1. Das heißt, es kann am Anfang eine 1-1 sein, wenn du sie brauchst. Es kann am Ende eine 10-10 sein, wenn du es brauchst. Das ist ziemlich cool. Eater of Secrets. Destroy all enemy secrets. Gain 1-1. Oh, okay, quasi die Anti-Secret-Karte. Sehr schön, dass es dann noch was gibt. Kennen wir. Den kennen wir auch. Mark of Ishar. Give a minion +2/+2, wenn the Beast draw a card. Also das Beast Druid Deck wird auch ein wenig fokussiert, wie es aussieht. Hier haben wir eine Rare. Kennen wir noch nicht. Faceless Behemoth. 10-10 für 10, komplett auf der Kurve. Und das Blade kennen wir auch, haben wir jetzt schon zweimal. Sehr schön. Nichts sonderlich Spannendes in diesem Pack drin gewesen. Schade drum. Eine Epic. Tentacles for Arms. Death Rattle, return this to your hand. Oh! Oh, für einen Weapon Warrior. Schön, aber es kostet 5 Mana. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Ich glaube nicht. Grotesque Dragonhawk. Wir kennen ja den 1-1er für 1 Mana. Das ist jetzt ein 5-5er mit Wind Fury für 7.
Das ist krass. Wenn der eine Runde überlebt, dann macht der schon ziemlich krass Schaden. Twilight Geomancer, Taunt, Battlecry, ja, kennen wir schon. Kennen wir ebenfalls und den kennen wir auch. Die Waffe finde ich interessant, aber ich bin mir unsicher, ob sie wirklich gut ist. So. Eine neue Rare. Kennen wir. Ich will die Legendary. Mindestens eine. Den in Gold. Den kennen wir. Selfless Hero. Give him friend, random friend. Ach ja. Ja, 2-1 plus ein Deathrattle-Effekt für ein Mana kann man meiner Meinung nach immer spielen. Renounce Darkness. Replace your Hero Power and Warlock Cards with another classes. The cards. Okay, krass. Kann man quasi aus dem Warlock irgendwas anderes machen? Ist nur die Frage, ob das zufällig ist. Also die Karten, die man kriegt, sind auf jeden Fall zufällig, aber das ist eine echt interessante Karte. Das ist auch so ein richtiges, hier, have a random stuff. On the hunt, deal 1 damage, summon 1-1 Mastiff. Auf jeden Fall eine okay Karte, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob der Mastiff noch irgendwelche Fähigkeiten hat. Aber ja, mal schauen. Ich glaube, die wird ein bisschen Spiel sehen. Der Possessed Villager, glaube ich, für den Warlock auf jeden Fall. Stand Against Darkness kennen wir ebenfalls. Nächstes Paket. Wir haben Stand Against Darkness, den Twisted Worgen. Die Waffe ein drittes Mal. Den Twisted Worgen, ein zweites Mal im selben Pack. Verdammt. Und den Nerulean Prophet. So langsam wird's knapp mit der Legendary. Eine neue Epic. Forbidden Flame. Spend all your mana. Deal that much damage to a minion. Also quasi dasselbe Prinzip, wie wir bei dem einen Minion beim Druiden hatten. Jetzt als Spell für den Magier. Ist okay. Shadow Strike. Corrupt Healbot und Cthulhu's Chosen. Hatten wir, glaube ich, noch nicht, aber auch da wieder eine Cthulhu-Karte. Hat Divine Shield für 4, 2 für 4. Plus 1, plus 1 Cthulhu. Von den Werten ist das okay und der Divine Shield hilft auch, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich machen will. Für ein komplett Cthulhu-fokussiertes Deck auf jeden Fall. Aber ja, mal schauen. Das Blade zum vierten Mal. Duskbore kennen wir bereits. Die Tentacle kennen wir noch nicht. 2, 4 für 3 mit Taunt. Kann man nehmen, wenn man ein sehr defensives Deck spielen will. Aber sonst. Ja. Rare. Klaxi Amberweaver. Ich will Cthulhu. Okay, wieder so eine. Wenn Cthulhu schon stärker ist, dann macht er was. Possessed Villager haben wir schon oft genug. Den kennen wir schon. Twilight Elder. At the end of a turn, give you Cthulhu plus. Oh, das ist schön. Vor allem, das ist eine sehr gute Karte. Auch was The Value einfach angeht. Für Cthulhu-Deck wird er in jedem drin sein. Einfach weil 3, 4 für 3 Mana voll okay ist, sogar über der Kurve. Und plus 1 für Cthulhu, auch wenn es am Ende des Zuges ist. Warum nicht? Psycho-Otron. Taunt Divine Shield für 5, 3, 4. Also einfach die wesentlich upgradete Variante. Ich glaube, von Mana-Value ist er nicht mehr ganz so wertvoll. Und auch weil er nicht mehr so günstig ist und einfach da man nicht einfach da reinschmeißen kann. Das war das, was vorher ziemlich gut war. Schmeißt den da rein und es passiert einfach nichts mehr. Fertig. Ja, mal gucken, weiß nicht, was ich von der 5-Mana-Variante halten soll. Dann haben wir. Hoppala. So, Selfless Hero. Kennen wir bereits, haben wir es auch noch. Gold. Schön. Asha Souls zweimal. Twilight Darkman, der Battlecry für Cthulhu. Restore 10 Health für die Hero. Ja, okay. Und Divine Strength. Ein zweites Mal. Mal schauen. So, On the Hunt, Polluted Horder, Faceless, Backwater. Ne, Blackwater Pirate, your weapons cost 2 less. Ja, für ein Pirate Deck. Mit Waffen, auf jeden Fall. 5, give minion, plus 2, plus 6. Power over Tentacles. Ihr seid witzig. I've seen it now. Ne, egal. Und das letzte Paket. Ist unsere Legendary drin? Nein, es ist ein Twisted Worgen. Und auch alles andere kennen wir schon. Schade eigentlich. Aber gut, dafür kann ich eine Menge. Oh Gott, seht euch diese Zahlen an. Crafting. Nur 150 Dust. Ja. Wenig Doppelte dabei. Das finde ich gut. Aber dafür eine Großzahl neuer Karten. Deck bauen machen wir dann beim nächsten Mal. Das war's erstmal von mir. Macht es gut. Bis zur nächsten Runde. Ciao.